neuer Tag im Bubbles. Guten Morgen, Mia. Ah, guten Morgen, Frau Bullermann. Ich kann es ja schon mal erzählen. Ja. Du, heute kommen richtig viele Kunden. Also mit richtig viele meine ich richtig viele. Hier wird heute rangeklotzt. Heute wird richtig, hier ist Full House heute. Ich habe eine Aktion in der Zeitung gestartet. Ach so, wegen der letztens? Nein, anders. Ich habe quasi zwei Bubble Teas zum Preis von einem Angebot. Ah, jetzt Ich habe kleinere Becher gekauft. Das heißt, die werden heute benutzt für diese Aktion. Okay, also benutzen wir gar nicht die großen heute? Nein, heute nicht. Für die Aktion benutzen wir heute die. Und ganz besonders wichtig für dich zu wissen, falls dich jemand fragt, natürlich ist da mehr drin, auch wenn das kleinere Becher sind. Aber vielleicht ist das auch einfach genauso viel wie in einem Bubble Tea. Wirklich? Also ist das jetzt genauso viel wie in einem? Ja, das ist genauso viel wie in einem. Aber wie gesagt, das ist eine Aktion. Ich hoffe, dass heute einfach ein paar mehr Kunden hierher kommen. Ja. Du benutzt heute bitte diese Becher. Wo ist denn eigentlich Lino? Der ist doch sonst nie zu spät. Ich brauche den heute. Du bist doch richtig gut mit Lino befreundet. Wo ist er denn? Wo bleibt er denn? Sagt er dir das nicht? Ich bin gar nicht mit Lino befreundet. Natürlich seid ihr befreundet. Ich sehe das doch. Wann kommt der denn jetzt eigentlich mal? Das ist ja fischig. Ich kann sie mal schreiben. Ruf ihn doch mal an. Ja, okay. Hey, Lino. Ja, hier ist Mia. Wo bist du? Ich meine, das Bubbles öffnet in 10 Minuten und Frau Brüggemann ist irgendwie schon... Du bist krank? Du hast Frau Brüggemann schon 10-mal angerufen und sie geht nicht an ihr Handy? Lino, die hat irgendwie so eine Aktion geplant und erwartet heute richtig viele Leute. Wir brauchen dich. Du hast Fieber? Oh, okay, ja. Ciao, gute Besserung. Mann, das kann ja was werden. Muss ich das ja alles alleine machen, wenn Lino nicht da ist? Und? Wo bleibt er? Ist er unterwegs? Ist der Bus zu spät? Nein, Lino ist heute krank. Der hat sogar Fieber. Nee, das ist doch nicht so ernst. Krank. Der weiß doch ganz genau, wenn er krank ist, dann muss er mich zumindest mal informieren. Und warum muss er genau heute krank sein? Als hätte er es mit Absicht gemacht. Also Lino hat gesagt, er hat sie eigentlich schon angerufen und sie sind nicht drangegangen. Ach so, okay. Gut, 10 Anrufe in Abwesenheit. Was mache ich denn jetzt? Ich muss noch irgendwie Aushilfen irgendwo herkriegen für heute. Ich krieg denn jetzt hier? Keine Ahnung. Also ich kann das nicht alleine alles machen heute, wenn wirklich so viele Kunden kommen. Ja, weißt du, und dann, ich komme hier hin und ich freue mich schon so, weil heute wird richtig Kohle reinkommen in den Laden. Und dann sowas, ja? Dann sowas. Dann sagt er einfach ab, dass er heute nicht kommt. Das ist doch mein bester Mitarbeiter. Mir alleine, die kriegt doch nicht mal 3 Kunden am Tag bedient. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll jetzt. Kennst du noch irgendjemanden, der heute aushelfen kann? Auch nicht? Das ist ärgerlich. Ja gut, ich versuche mal noch Leute zu erreichen. Mach's gut. Okay, dann versuchen wir es mal hier. Hallo, da ist die Frau Brüggemann aus dem Bubbles. Na? Ach, du bist gerade schon bei der Arbeit? Du würdest hier nicht mal mehr einen Fuß reinsetzen, selbst wenn es der letzte Job auf der Welt wäre? Ja, okay, alles klar. Mhm, gut, tschüss. Ach, so ein Drama Queen. Okay, dann nächste Person. Lino ist der beste Mitarbeiter? Ich meine, ich mache das doch total gut. Ich bin doch auch schon viel länger da als Lino. Nur weil ich nicht immer so übertrieben gute Laune habe. Mit wem telefoniert die denn jetzt da? Mhm, ich verstehe schon, ja. Und kennst du denn vielleicht dann noch... Du würdest diesen Laden auch niemandem weiterempfehlen zum Arbeiten? Ja, ihr selber schuld. Hättest halt mal ein paar mehr Bubble Teas verkauft, ne? Ja, natürlich bekommst du ein schlechtes Zeugnis, wenn du keine Lust drauf. Oh, meine ganzen ehemaligen Aushilfen haben keine Zeit. Okay, dann werde ich wohl heute selber mit anpacken müssen. Die allerbeste Mitarbeiterin in meinem Laden bin ja immer noch ich! Mia, was machst du da? Ich dachte, ich bereite das schon mal vor, damit das gleich ein bisschen schneller geht. Mia? Ja, ist das wieder nicht richtig? Offensichtlich nicht. Warum? Sag mal, bist du eigentlich dazu in der Lage, deinen Kopf auch mal einzuschalten? Man soll doch nicht sehen, dass die Becher kleiner sind als die anderen. Also wieder weg damit. Genau. Sowas stellen wir hier gar nicht hin. Das ist auch unhygienisch, wenn die Becher die ganze Zeit offen da rumstehen. Ich fasse es nicht wirklich.
mach ich doch mal jetzt hier ein bisschen. Ach, Mia, mach doch mal ein bisschen Platz jetzt hier. Das ist wirklich anstrengend. Was ist denn hier bei der Halloween-Aktion eigentlich? Wie hast du das denn eigentlich geschafft, dass du hier so gut einen Vorsprung hast? Das ist mir ein absolutes... Mach doch. Also wegen dem Bonus wollte ich sowieso einmal fragen, weil ich habe jetzt ja mehr als Dino und der ist jetzt ja auch heute nicht da. Kann ich vielleicht schon mal einen Vorschuss haben? Nein, bekommst du nicht. Ich könnte das Geld ganz gut gebrauchen. Und ich meine, sie könnten mir ja schon ein bisschen von dem Geld vorher auszahlen, oder? Geld. Immer geht es nur überall um Geld. Die Halloween-Aktion ist noch nicht beendet, Mia. Du kriegst deinen Bonus noch nicht. Schade. Soll ich dir... Ich kann nicht arbeiten sollst du mir! Arbeiten! Hallihallo! Hallo! So, ich habe heute von eurer Aktion gehört. Schön! Ich hätte gern ein bzw. zwei Bubble Teas. Ist die Größe da eigentlich gleich oder ändert sich da was? Die sind deutlich kleiner. Was? Nein, klar. Also die sind natürlich genauso groß wie unser Die sind genauso groß. Sie bekommen heute zwei Bubble Teas zum Preis von einem. Und ich wollte da nur noch mal sagen, wirklich, das ist eine richtig tolle Aktion. Das lohnt sich wirklich unheimlich. Mir holen doch jetzt noch mal die Bubbles. Welche Sorte möchten Sie denn? Was hätten Sie denn so im Angebot? Also ich könnte Ihnen heute anbieten, Strawberry Cream, sehr, du sollst die Bubbles holen. Habe ich doch schon, ja. Strawberry Cream, ich könnte Ihnen anbieten einen ganz klassischen Bubble Tea mit schwarzem Tee und Milch, also ein Milk Tea. Ich könnte Ihnen alle möglichen Fruchtsorten, Maracuja, Mango, Frau Brüggemann, Erdbeer, Blaubeer. Ich könnte Ihnen alle Bubbles anbieten. Wir haben doch nur noch die Tutti Frutti Bubbles. Ja, wenn du nicht gleich ruhig bist. Also wenn Sie nur noch eine Sorte haben, dann glaube ich... Nein, wir haben nicht nur noch eine Sorte. Wir haben ganz viele Sorten. Also die Tutti Frutti sind super lecker. Okay, gut, dann nehme ich einmal Tutti Frutti und einmal Maracuja, bitte. Ja, gerne. Das mache ich Ihnen doch direkt fertig. Und das machen wir zu dem Aktionspreis. Das sind dann bitte 10,50 Euro. Können Sie das mit Karte oder Bar? 10,50 Euro für 10 Euro. Zwei. Das ist ein bisschen zu teuer. Günstig, das dachte ich mir doch schon. Ich würde sagen, ich komme gleich nochmal wieder, wenn das in Ordnung ist. Na toll. Mia, komm mal hier ran. Sie haben doch gesagt, ich soll weg. Was war das denn für eine furchtbare Aktion gerade? Ich meine, wir haben eigentlich die Tutti-Frutti. Mia, das kannst du doch nicht sagen. Das merkt doch eh keiner, was das für Bubbles sind da drin. Das checkt doch niemand. Okay. Niemand checkt das. Du musst das doch nicht sagen. Na gut, aber... Ich brauche keine Gejammer. Du sollst da kommt schon wieder jemand. Ja, okay. Jetzt ordentlich, bitte. Hallo, herzlich willkommen im Bubbles. Sehen Sie, Frau Brüggemann, jetzt habe ich zwei verkauft. Ja, herzlichen Glückwunsch. 10,50 Euro. Also, ich bin stolz. Ganz schön teuer. Gehst du jetzt mal bitte ins Lager und holst mal noch andere Bubbles? Haben wir noch andere? Ja, ich habe gerade den Bestand geprüft, wir haben noch andere. Du bist einfach nur nicht dazu gekommen, mal dahinter zu gehen. Ja, das heißt dazu gekommen, sie hatte einfach keinen Bock wahrscheinlich. So. Das ist aber schwer. Mia, kommst du mal eben? Ich brauche mal deine Hilfe. Mia! Brüggemann, du schaffst das. Oh, was haben die denn da reingepackt? Ziegelsteine? Okay. Oh, ist das schwer. Mia, ich brauche mal deine Hilfe jetzt. Oh, okay. Und jetzt aus den Knien heraus. Jetzt habe ich auch noch einen Hexenschuss. Mia! Aua. Oh, das tut weh. Oh nein, was mache ich denn jetzt? Oh Mist, da kommt Kundschaft. Mia! Oh, wo hat Frau Brüggemann denn die Bubbles? Eigentlich sind die immer hier in diesem Fach. Mia! Oder hier oben.
Hat sie mich gerufen? Ich muss diese Bubbles jetzt finden, weil wenn ich jetzt ohne Bubbles wieder... Sie ruft mich schon wieder. Was hat die denn? Ich meine, ich kann auch mal einen Kunden bedienen. Ich muss erst die Bubbles finden. Das sind kleine... Ach, das sind noch mehr Becher. Noch mehr kleine Becher. Ja, ich komme ja gleich. Warum muss die Frau mir immer so einen Stress machen? Kann ich nicht einfach mal ganz entspannt sein? Ah, hier. Komm ja schon! Wo ist sie denn jetzt? Help me! Oh, Frau Wolgemann, wo ist sie? Aua, mein Rücken! Was machen Sie denn da? Aua, aua, aua! Was ist denn passiert? Ich habe einen Hexenschuss, glaube ich. Wo warst du denn? Ja, im Lager, wie sie gesagt haben. Oh, Mia, ganz ich habe die Bubbles gefunden. Oh, du solltest mir helfen, die blöde Kiste da hochzuheben. Kannst du bitte den Krankenwagen rufen? Okay, was ist denn jetzt hier passiert? Ein Krankenwagen? Also, ist sie jetzt wirklich so schlimm verletzt oder macht die nur eine Show? Wie kann ich Ihnen denn jetzt... Auf was wartest du denn noch, Mia? Ja. Einen Krankenwagen sollst du anrufen. Das ist auch alles nur wegen dir schon wieder passiert, weil du zu lange gebraucht hast in dem blöden Lager. Ich meine, die Bubbles, die waren... Krankenwagen! Wirklich jetzt? Offensichtlich! Komm, ich helfe Ihnen erstmal wieder. Nein, du rufst einen Krankenwagen. Du bist ein absolut... Du machst alles kaputt, was du anfasst. Ich brauch das jetzt nicht. Ruf bitte einen Krankenwagen. Au. Ja, hallo. Ich bin in Bubbles, genau in der Bielefelder Innenstadt und meine Chefin Frau Brüggemann hat irgendwie sich verhoben oder so. Sie meint, ich sollte einen Krankenwagen rufen. Ich bin aber der Meinung, es ist gar nicht so schlimm. Ja, habe ich ihr auch gesagt, aber Sie kommen? Okay. Ja, Hausnummer 24 ist das. Genau in der Straße. Okay. Also, ich habe jetzt da angerufen, aber die kommen, aber nicht sofort, weil es ja jetzt kein ganz akuter Notfall ist. Aber offensichtlich ist das ein Notfall! Au! Ja, sie meinten, sie sollten ruhig mal ganz langsam aufstehen, sich ein bisschen locker bewegen. Ich helfe ihnen mal. Nein! Oh, du kannst dich auch um die Kunden kümmern, Mia. Ich meine, es gab doch gar keinen Kunde da. Also. Oh, ja, die sind alle rausgegangen. Aua, aua, aua. Oh, kannst du mal die Kiste dann für mich da hochheben, bitte? Wo soll ich die hinstellen? Immer da oben einfach drauf. Was einfach. Oh, da kommt wieder ein Kunde. Hallo, herzlich willkommen in Bubbles. Hallo, ich hätte gern ein Bubble Tea. Ja, möchten Sie auch diese Aktion 2 zum Preis von einem? Ja, aber ich habe nur 5 Euro. Dann können wir leider nur einen geben. Also okay, dir. Okay, ich hätte gern Vanille. Vanille? Ja, mach doch. Gibt's doch gar nicht. Oder? Mach jetzt. Mehr. Einfach wieder irgendwas rein. Ja, mach jetzt. Draußen ist der Krankenwagen, Mia. Ich gehe da mal. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Genießen Sie Ihren Bubble Tea und schreiben Sie eine gute Rezension bei TripAdvisor. Das wäre sehr nett. Wenn was schief geht, Mia, danke. Dann bist du gefeuert. So, hier ist der Bubble Tea. Dankeschön. Mia, denk dran. Oh Mann, jetzt kommen gerade ganz viele Kunden und Frau Brüggemann ist weg. Die steigt gerade in den Krankenwagen ein. Lino ist nicht da. Wie kriege ich das denn alles hin? So, dankeschön. Bitte schön, der Bubble Tea ja, ist fertig. Danke. Ich mach das. Oh, es fehlt Lino. Sehr schwer, diese Kiste. Outtake. Papier drin. Das ist, kann man sich schon mal den Rücken verheben davon. Kann passieren.